Elektroswing hat mich 2012 so richtig gepackt. Ich hatte es davor schon mitbekommen, als so die Anfänge langsam an den Start gegangen sind. Aber die Begegnung mit Johannes Heratsch, Louis Prima, hat dann sozusagen die Initialzündung bei mir gegeben. Hat mich speziell für die Musik interessiert und begeistert. Und ja, dann sind wir sehr schnell auf die Idee gekommen, die Elektroswing Revolution Partys zu machen. Johannes hat ja vorher die CDs schon veröffentlicht, die Compilations, und da bot sich's an, das zusammenzubringen und die Partys hier im Astra zu veranstalten. Und später kamen dann die Partys noch im Franz dazu. Jetzt machen wir es zweimal monatlich und freuen uns, dass es so gut läuft. Elektroswing ist für mich eine Kultur, die einerseits aus der Musik besteht, die alte Bestandteile aus der goldenen Ära des Swing aufgreift und in die Jetztzeit transportiert, sozusagen durch zeitgenössische Remixe und neue Produktionen. Elektroswing ist aber auch Mode und Design, und wir versuchen das letztendlich alles zusammenzubringen, versuchen möglichst viele Partygäste auch dazu zu motivieren, entsprechend gestylt zu kommen. Und so taucht man dann in eine neue Welt ein, sozusagen, die über die Musik noch hinausgeht. Und für die Elektroswing Revolution legen wir besonderen Wert darauf, dass der Swing-Anteil in der Musik hoch ist, also dass es nicht allzu elektronisch clublastig ist, sondern dass Vocals drin vorkommen und ein hoher Swing-Anteil generell eine große Rolle spielt. Das Elektroswing-Publikum ist das Coolste, was es gibt. Also es ist zumindest sehr angenehm. Die Leute sind von vornherein gut gelaunt, sind freundlich, friedlich, wollen feiern zusammen, sind kommunikativ und geben sich Mühe, sich auch in dem passenden Stil zu stylen. Ja, es macht einfach großen Spaß. Weiterentwicklung finde ich voll doof. Wie sich Elektroswing in der Zukunft entwickeln wird, ist im Moment für mich ein bisschen schwer zu sagen. Es gibt wenige Künstler, die es anfangen, in den Mainstream zu schaffen, also wie Parov Stella als fast einziger, der auch bei vielen Fernsehbeiträgen inzwischen im Hintergrund läuft etc. Dadurch kennt man den Sound auch schon so ein bisschen. Ich bezweifle aber, dass es wirklich eine Mainstream-Musik werden wird, die irgendwann die Charts mehr dominieren wird. Es kann sicher punktuelle Künstler oder Songs geben, die auch im Mainstream ankommen, so wie Caro Emerald zum Beispiel, die in die Richtung geht. Aber es wird sicher eine Nische bleiben, und das finde ich auch gar nicht schlecht, weil es dadurch eine enge Vernetzung in der Szene gibt. Und man sieht es bei anderen Musikrichtungen wie House oder Electro, wenn das mehr kommerzialisiert wird, dann ist es auch mehr ein Hauen und Stechen, während es so doch ein Familienbetrieb im positiven Sinne ist. Und weil man die meisten Beteiligten kennt, finde ich das gut so.